Ja, hallo liebe Freunde, ich bin wieder da von meiner letzten Radeinheit vor der Challenge Rot am Sonntag. Ja, heute ist Mittwoch, wir sind in der Rennwoche. Wie cool ist das denn? Das fühlt sich irgendwie, ja, ihr kennt dieses Kribbeln, ich brauche es glaube ich nicht weiter beschreiben. Wer von euch das schon mal mitgemacht hat, der weiß, um was es geht. Klar, ich habe es am Wochenende ja nochmal mitgemacht in Frankfurt. Auf der anderen Seite als Journalist und muss sagen, boah, das hat nochmal einen richtigen Motivationskick gegeben. Ich meine, mehr kann man nicht erwarten von einem Triathlon als das, was wir da am Sonntag erleben durften. Ja, das war großartig. Ich habe am Freitag und Samstag jeweils noch zweimal eine Stunde trainiert. Freitag bin ich erst morgens nüchtern gelaufen. Nachmittags habe ich dann ein Intervall auf dem Rad gefahren. Und ja, Indoor, ihr habt es mitbekommen, am Samstag bin ich morgens wieder gelaufen und dann bin ich am Nachmittag die 3,8 Kilometer im Langener Waldsee geschwommen. Und naja, musste etwas schlucken, als ich meine Zeit gesehen habe, 1 Stunde 12. Da habe ich gedacht, nächste Woche in Rot im Neo, da kommt da wieder 1 Stunde bei raus. Ja, Pustekuchen, kein Neo in Rot, so wie es aussieht. Gut, da müssen wir das Beste raus machen. Da habe ich jetzt also zwei Probleme mit. Einerseits wird es langsamer und zweitens weiß ich nicht, wo ich mit meinen Kameras hin soll, die ich eigentlich so am Neo montieren wollte. Ich hatte da so ein paar Ideen und habe da auch was vorbereitet, aber das wird nun mal nix. Naja, wir machen das Beste raus. Ich werde euch trotzdem einen schönen Film mitbringen. Ich habe es heute, glaube ich, so langsam geschafft, umzuswitchen vom Journalistenmodus in den Athletenmodus. Ich habe die ganzen Tage Rot immer noch so vor Augen gehabt. Man steht da am Ufer und dann schwimmen sie da. Und dass ich da selber mit drin stecke, das war mir noch so ein bisschen fern. Aber gestern Abend habe ich meine Sachen gepackt und seitdem ist das Kribbeln da. Doch, es ist da und ich freue mich total. Ja, morgen früh geht es los, am Donnerstagmorgen. Meine Kollegen sind schon vor Ort, die rocken morgen früh schon die Pressekonferenz. Ich stoße dann am Nachmittag dazu und abends um 21 Uhr bin ich dann aus Rot, aus dem Zielstadion, live auf Sendung. Nein, ich werde es nicht tun, ich werde nicht durchs Zieltor gehen. In Frankfurt musste ich das, aber da war ich ja auch nicht Athlet. Da kamen wir sonst nie in den Zielkanal rein. In Rot ist das Stadion breit genug. Ich werde nicht durch das Zieltor gehen, bevor ich die 226 Kilometer in den Beinen habe am Sonntag. Hoppla. Hier ist die Luft etwas trocken. Ja, also wie gesagt, morgen Abend 21 Uhr live auf Sendung mit meinem Kollegen Nils Fließhardt. Das hat uns in Frankfurt schon richtig viel Spaß gehabt. Morgen Abend ist unser Gast Mr. Challenge himself, Felix Weichshöfer. Der wird uns mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Challenge Rot geben und wir werden ein bisschen plaudern über das Rennen, was da uns bevorsteht. Er ist ja quasi der in Anführungszeichen jüngere Finisher. Ich habe das Rennen 1996 und 98 ja schon mal gemacht. Da war noch Detlef Kühnel am Ruder, dann kam Felix Papa Herbert und jetzt ist Felix der oberste Boss der Challenge, zusammen mit seiner Family, mit seiner Mutter und seiner Schwester. Und ja, der hat das Rennen vor 5 Jahren, 2014 war es, glaube ich, gefinisht. Der kann mir also ein paar jüngere Eindrücke aus dem Rennen, wie sich's denn anfühlt, erzählen. Und ja, am Freitag machen wir weiter, wieder um 21 Uhr. Wer der Gast ist, verraten wir euch erst morgen Abend. Da haben wir was Besonderes vorbereitet. Und hoppla, sorry, ich bin nicht erkältet, ich bin einfach Rad gefahren und es staubt hier etwas. Und am Samstag gehen wir schon um 18 Uhr auf Sendung, weil ich ja früh ins Bettchen muss. Mein Rad schläft dann schon in der Wechselzone. Ich werde Samstag früh einchecken, habe am Samstagnachmittag noch eine Diskussionsrunde, an der ich beteiligt bin, am Stand von Garmin, wo wir über das Rennen und die Ernährung für das Rennen diskutieren werden. Da werden dabei sein Anne Haug und Caroline Rauscher und meine Wenigkeit. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann geht es zur Wettkampfbesprechung und ja, dann sind wir wieder live auf Sendung. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was meine Kollegen alles mitbringen werden. Am Montag haben wir auch nochmal was ganz Besonderes. Da werden wir Carbon und Laktat mal einen Tag vorziehen. Nils und ich werden über das Rennen berichten. Nils darüber, wie es ausgesehen hat und ich, wie es sich angefühlt hat. Und ja, ihr könnt euch alle beteiligen, wenn ihr wollt. Wir sind dort, wo sich die lange Schlange einreiht zur Einschreibung für das Rennen 2020. Vor dem Zelt werden wir unseren Podcast, unser Open-Air-Studio aufbauen. Wir werden das Ganze über Lautsprecher auch hörbar machen. Und wir werden ein drittes Mikro dabei haben und sind mal gespannt, wer uns da alles so begegnen wird. Ja, und danach
fahre ich nach Süden und mein Fahrrad fährt nach Norden. Ich mache Urlaub mit meinen Kindern, die mich hoffentlich am Sonntagabend ins Zieltor begleiten können, die den ganzen Tag dabei sein werden. Ja, das Projekt Familienfreundliche Langdistanz muss natürlich im Beisein der Familie zu Ende gehen. Auch da freue ich mich sehr drauf. Und ja, wenn ich dann nach Süden fahre, fährt mein Rad nach Norden und ich ja, habe ganz viele lustige Sachen dabei, aber nichts, was mit Triathlon dabei zu tun hat. Hoppla. Dann freue ich mich drauf, ganz viele von euch sehr bald zu sehen in Rot. Ich musste schon einige Selfies in Frankfurt machen. Und ja, ist auch immer wieder lustig. Und ja, lasst uns zusammen dieses Wochenende richtig schön feiern, weil darum geht es doch im Triathlon. Wir feiern das Leben. Und ich freue mich auf tolles Wetter, auf eine tolle Landschaft, auf eine tolle Orga, auf ganz viele bekannte Gesichter und auf das eine oder andere gegenseitige Anfeuern auf und an der Strecke. Und ja, ich freue mich auf euch. Also, bis dann. Ciao, ciao.